Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. An meiner Seite heute wieder einmal Daniel Meslin, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Schweriner Stadtvertretung. Hallo Herr Meslin, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und es geht auch gleich los. Natürlich, wir haben uns hier einen wunderschönen Platz ausgesucht, unten am Pfaffenteich, der Sommer. Wie bewerten Sie das politisch? Ist das eher eine ruhigere Zeit oder kann man da wirklich mal entspannen, sich zurücklehnen und sich Themen widmen, für die man sonst keine Zeit hat? Das ist so, definitiv. Also der Sommer, der ist ja super tropisch, super mediterran und es ist auch in der Tat eine politische Sommerpause eingetreten seit Anfang Juli bis Ende August. Und da ist dann wirklich auch mal Zeit, abseits vom Tagesgeschäft sich mal intensiver mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen, aber auch vor allem mal die Zeit zum Nutzen verstärkt für die Familie da zu sein, einfach mal abschalten, entspannen, rumfahren durch Mecklenburg-Vorpommern an die Ostsee vor allem. Also da ist schon viel Zeit mal für andere Dinge. Nur hat man ja in so einem Sommerlochzeiten ja auch immer so mal andere politische Themen, die dann auftauchen. Die hat man jetzt diesen Sommer hier in Schwerin nicht. Nein, gar nicht. Also ich bin auch kein Freund davon, bewusst verkrampft Themen auszubuddeln, nur weil Sommerloch ist und dann vielleicht man es einfach hat, Themen da zu streuen. In der Regel sind es dann auch merkwürdige Themen, wo man sich dann auch eher die Stirn runzelt und den Kopf fasst und fragt, was soll das jetzt? Und insofern, nee, es ist Sommerpause und die nutzen wir auch gerne mal, um Kraft und Energie zu tanken dann für die zweite Halbzeit im Jahr, die dann Ende August, Anfang September startet. Ja, und darum geht es uns auch in unserer Fragestellung. Stadtvertretung ist ja neu gewählt worden. Auch die SPD-Fraktion zusammen mit den Grünen ja, hat sich ja wieder formiert. Was sind Ihre Aufgaben, was sind Ihre Zielstellungen für die nächste Legislaturperiode? Ja, also vorab noch ein ganz kurzer Hinweis, also mit den Grünen zusammen formiert, ja, wir arbeiten zusammen, wir kooperieren zusammen. Was in der letzten Fraktionsperiode bestanden hat, die gemeinsame Fraktion, das gibt es dieses Mal nicht mehr, weil die Grünen eben aus sich heraus so stark waren, dass sie eine eigene Fraktion gebildet haben. Insofern sind wir jetzt quasi nach einigen Jahren wieder eine alleine für sich agierende SPD-Fraktion. Ja, aber aus der Vergangenheit heraus kann man da sagen, dass es doch eine engere Zusammenarbeit gibt zwischen Rot und Grün? Ja, definitiv, das ist so. Ob auf Bundes- oder Landesebene, auch auf der Stadtebene ist es so, dass dort eben viele Schnittmengen sind, ähnliche Themen. Gut, dass die Fraktion der Grünen eher den Schwerpunkt mehr auf Ökologie setzt und wir mehr im Bereich Soziales, Familie, Bildung. Das ist so, aber grundsätzlich haben wir schon eher ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis und arbeiten gut miteinander zusammen. Wie sieht es aus mit der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen? Auch da gibt es ja letztendlich sogar den Zwang zu Zusammenarbeit, wenn man jetzt sieht, was auf Schwerin zukommt mit dem Sparhaushalt, der letztendlich verordnet ist. Wie sieht es da aus? Ja, also es ist so, auf der einen Seite, man ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit gezwungen, zusammenzuarbeiten. Hier speziell in Schwerin habe ich jetzt die Erfahrung gesammelt, dass die handelnden Personen auch in den anderen Fraktionen jetzt keine Personen sind, wo man sich dann auch wirklich zwingen muss, mit denen zusammenzuarbeiten, sondern da gibt es gute Kontakte, vertrauensvolle Basis auch, ob das jetzt bei der CDU ist, ob das bei den Linken ist und bei den Grünen, wie gesagt, ja erst recht, unabhängige Bürger auch. Insofern, hier in Schwerin ist eine überschaubare, schöne, kleine Großstadt und da kennt man sich und da hat man auch ein ganz gutes Zusammenarbeitsverhältnis. Also das läuft und ist ganz in Ordnung. Ja. Jetzt gab es ja einen Entwurf, also schon einige Wochen her, von dem Beauftragten des Innenministeriums, der ja die Schweriner Sparpolitik neu strukturieren soll. Was sagen Sie zu diesem Entwurf? Haben Sie dem zugestimmt? Können Sie das nachvollziehen, diese Ansätze, die da drin aufgeschrieben sind? Also den Entwurf vom Frühling, den haben wir erstaunt zur Kenntnis genommen, weil dort halt Elemente und Dinge enthalten sind, wo man sich schon fragt, wie soll das umgesetzt werden, ohne dass die Stadt quasi Einbußen, Einsparungen in Kauf nehmen muss, die zu Lasten von Bürgern gehen, von Familien, von älteren Generationen und sind dann halt froh, dass die Stadtspitze selber auch diesen Bericht zurückgewiesen hat in ihrer Stellungnahme und sagt, so geht das nicht. Guckt mal selber hin, was ihr dort aufgeschrieben habt und worüber wir selber auch froh waren, ist, dass sogar das Sozialministerium den Bericht des Innenministeriums Sparberichtes ein Stück weit kritisiert hat und deutlich gemacht hat, gerade im sozialen Bereich sind Vorschläge enthalten, die aus der Sicht des Sozialministeriums überhaupt nicht tragbar sind. Insofern sind wir jetzt gespannt, was uns dann im August oder September als wirklich endgültiger, feststehender Bericht erreicht und welche Maßnahmen wirklich verbindlich dann umgesetzt werden sollen. Können Sie das den Schweriner noch mal erklären? Sie haben es gerade gesagt, diese verbindliche Umsetzung. Das heißt, Sie bekommen praktisch von dem Innenministerium, dann von dem Beauftragten, einen Bericht, den Sie eins zu eins auch umsetzen müssen, worüber Sie dann nicht mehr abstimmen dürfen. Letztendlich ist es so, dass der Bericht enthält viele Peitschen. Ich nehme als Beispiel gerne mal das Zuckerbrot- und Peitschenprinzip. Dort sind viele Peitschen enthalten
wo wir dann, wenn man so will, ein Stück weit auch sagen sollen, jawohl, lasst euch auspeitschen, lasst euch knebeln, nehmt die Maßnahme weg, kürzt hier Ausgaben, dort und jenes. Wir sind aber faktisch nicht gezwungen. Tun wir das allerdings nicht, kriegen wir keine Haushaltsgenehmigung oder nur eine Haushaltsgenehmigung, die faktisch wenig Spielraum lässt für eigene Investitionen. Und was halt auch eben verschärft für uns wichtig ist, im Land liegen ca. 25 Millionen Euro für uns bereit zum Abbau von Schulden. Und da sagt das Innenministerium auch ein Stück weit nachvollziehbar, ihr kriegt das Geld aber auch nur, wenn ihr euch auch verpflichtet, mal an gewissen Stellen Kürzungen und Streichungen vorzunehmen. Bloß sie müssen auch zumutbar für die Leute draußen in der Stadt sein. Ja, Sie haben es ja selber gesagt, diese Kürzungs-Streichungsdiskussion in Schwerin ist ja nicht neu. Die wird ja seit Jahren geführt und seit Jahren wird natürlich immer wieder versucht, an allen Ecken und Kanten letztendlich auch Einsparungen zu erzielen. Dieses 10-Millionen-Programm, kann ich mich aus 2013 daran erinnern, was ja dann auch verabschiedet wurde. Gibt es da überhaupt noch Spielraum? Hat Schwerin noch diesen Spielraum oder müsste man nicht sozusagen den Finanzausgleich im Land in Mecklenburg-Vorpommern ganz neu strukturieren? Definitiv ist das so, dass aus meiner Sicht das Hauptübel auf der Landesebene liegt. Also wir müssen in der Tat dahin kommen, diesen Finanzausgleich auf Landesebene so strukturieren, dass gerade die größeren Städte, zu denen dann aus meiner Sicht aber auch Städte wie Parchim, Ludwigslust und Hagenow gehören, also sprich Städte aller Art, eben auch gestärkt werden müssen, weil am Ende des Tages dort zu wenig Geld ankommt. Und wir, wenn ich jetzt speziell Schwerin nehme, wir haben eine der höchsten Grundsteuern in Norddeutschland, hohe Gewerbesteuer, als einer der wenigen Kommunen eine Bettensteuer einführen müssen, weil wir einfach so viel Schulden haben und jede Einnahmequelle anzapfen müssen und schon gekürzt haben, wie verrückt. Insofern sehe ich das so, da ist kaum noch Spielraum in der Stadt alleine zu agieren, was zu verändern, ohne dass das Land die Finanzmittel anders verteilt. Städte stärken, auch die Kleinstädte, und dann den ländlichen Raum darauf setzen, dass der davon profitiert, dass eben auch kleine Städte wie große gestärkt werden, dass der davon profitiert. Ja, der größte Bereich der Ausgaben ist ja für Schwerin ja auch der Bereich Sozialausgaben, letztendlich auch Kinder- und Jugendförderung, auch Kinder-, Jugend-, Sozialarbeit. Mhm. Da ist ja auch in Schwerin etwas, Schwerin ja ein gebranntes Kind, der Fall Lea Sophie, wie auch immer, der ist natürlich immer noch im Gewissen der Stadt auch präsent. Was sagen Sie dazu? In welchen Bereichen, in welchen anderen Bereichen kann die Stadt sparen, wenn sie da im Grunde keinen Ansatz hat? Das ist genau das Problem. Es wird ja auch vorgeworfen im Bereich der Feuerwehr. Mensch, habt ihr nicht vielleicht ein bisschen zu viele Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen bei euch an Bord? Und ist da nicht einfach die Rettungsdichte, die Rettungsversorgung zu hoch? Und dann sage ich auch ganz offen, nach der Erfahrung von Lea Sophie, wer soll hier guten Gewissens dort Kürzungen vornehmen, auch wenn das vielleicht mehr als in anderen Städten sein mag. Aber wenn dann was passiert, dann zeigen alle wieder mit dem Finger auf diejenigen, die dann die Kürzung vorgenommen haben. Insofern Sicherheit und auch Kindeswohlgefährdung ist ein extrem hohes Gut. Und da glaube ich nicht, dass sich jemand traut. Und das wäre auch nicht vernünftig, da Kürzungen vorzunehmen. Ja, das Theater, wie beurteilen Sie das? Ist das Theater in sicherem Fahrwasser erstmal, auch sozusagen als mecklenburgisches Staatstheater? Ja, aus meiner Sicht schon. Da hat man auch ein schönes Beispiel, dass Stadt und Land an einem Strang ziehen. Sie sitzen in einem Boot und bringen das Boot auch gemeinsam voran. Das Theater wird in die Trägerschaft des Landes überführt und nach jahrelangem Stillstand hat eben das Bildungsministerium unter neuer Führung dort auch einen Kurswechsel vorgenommen und sich auch mal selber aktiv engagiert. Und da bin ich ehrlich gesagt endlich entspannt, dass da wir in gutes, sicheres Fahrwasser kommen. Herr Messina, machen wir weiter. Und zwar, was wären die weiteren Themen, die Sie für die nächste Legislaturperiode drauf haben? Wo wollen Sie konkret auch vielleicht als SPD Schwerpunkte setzen? Ja. Also neben dem Thema Haushalt und eben dieser Sparbericht, an dem wir abarbeiten werden müssen, gilt es natürlich auch Themen zu besetzen, die im Bereich Bildung zu suchen sind. Also wenn ich nur schaue nach Lankow, da haben wir die Berufsschule Technik. Die sieht heute noch nahezu vollständig so aus, wie sie 1989 ausgesehen hat. Da ist dringender, akuter Handlungsbedarf, weil das eine Berufsschule für ganz Westmecklenburg ist. Und wenn wir die nicht endlich mal sanieren, wer weiß, wie lange wir die dann noch halten können. Das Gleiche gilt halt auch für die Problematik der Grundschulen. Die haben wir fast alle durchsaniert, außer die Brinkmann-Schule in der Weststadt. Ist viel zu klein. Wir brauchen halt eine neue Grundschule, eine größere, eine komplex durchsanierte. Auch dort müssen wir noch was tun. Und das generelle Thema ist ja auch fehlende und zu wenig Hortplätze, zu wenig Kita-Plätze, dass halt Schweriner keine echte Wahlfreiheit haben, sondern teilweise darauf angewiesen sind, wenn sie im Osten der Stadt wohnen, in Müseholz, vielleicht einen Platz in Lankow nehmen müssen oder Lankower Kinder eben in die Stadt gehen müssen oder umgekehrt. Die haben keine echte Wahlfreiheit. Und auch dieses Thema muss in den nächsten Jahren angegangen werden, weil eine richtig echte, familienfreundliche Kommune sind wir leider nicht.
Wenn wir da mal beim Thema bleiben, Schwerin hat ja auch viele Einrichtungen, also ob es Kitas sind oder Schulen in privater Trägerschaft, die bangen jetzt um ihre Existenz. Wir haben hier das Beispiel zum Beispiel der SWS-Schule oder Ecolea, die hier auch private Schulen betreiben. Bringen die nicht Entlastung mit auf diesem Markt, den Sie gerade beschrieben haben? Und da macht das Land im Grunde auch genau die falsche Politik, wenn sie deren Existenz durch Kürzungen bedroht. Ja, also inwieweit Privatschulen uns entlasten, mache ich mal ein Fragezeichen hinter, weil es ist ja so, für jeden Schüler, jeder Schüler, der eine Privatschule besucht, für den bekommt die Schule von der Stadt aus dem städtischen Haushalt einen sogenannten Schullastenausgleich. Das heißt, wir bezahlen für jedes Kind, was eine andere Schule besucht. Die Kinder, die auf den städtischen Grundschulen sind, logisch, da bezahlen wir nichts. Insofern bin ich mir da nicht sicher, ob die uns irgendwie Einsparungen bringen unterm Strich. Insofern liegt dann das Thema eher auf der Landesebene. Dort wurde entschieden, Kürzungen vorzunehmen, weil natürlich auch Mecklenburg-Vorpommern nicht mit Steuereinnahmen ohne Ende gesegnet ist. 2019 läuft der Solidarpakt aus und wenn Mecklenburg-Vorpommern dann nicht Einnahmen und Ausgaben in ein Verhältnis gebracht hat, sondern noch zulasten der Ausgaben hat, dann haben wir ein Problem. Dann fragt man sich, wie soll Mecklenburg-Vorpommern allein überleben? Der Westen wird dann nicht mehr helfen. Ja, aber Sie haben schon ganz klar gesagt, Ihre Intention ist auch letztendlich auch vom Land mehr Geld zu bekommen oder Modelle mit zu unterstützen, wie sie beim Staatstheater auch mitgefahren werden. Wäre das ein Lösungsansatz für Schwerin? Also wäre aus meiner Sicht ein Lösungsansatz, wobei das dann aus meiner Sicht immer das Thema ist, dass wir eine Umverteilung vornehmen, weil tatsächlich das Land selber ja nichts on top zusätzlich ausgeben kann. Die Ausgaben werden immer weiter runtergefahren bis 2019. Insofern kann es eigentlich nur um eine Umverteilung gehen. Und man muss eben darüber diskutieren, welche Maßnahmen im Land müssen gestrichen werden, um halt auch Geld freizumachen zugunsten eben von Kommunen, von Schulen und so weiter. Also das ist auch eine ganz spannende Diskussion. Immer wieder gern genommen, der Flughafen in Lage. Ja, kommen wir jetzt zurück letztendlich auf den Sommer. Haben Sie schon Urlaub gehabt? Ich habe, wenn Sie so wollen, noch keinen Urlaub gehabt, sondern befinde mich jetzt seit 2 Wochen in der Elternzeit. Und wie lange machen Sie Elternzeit? 2 Monate Elternzeit plus angeschlossenen Jahresurlaub. Also ich selber bin dann quasi ab Oktober auch beruflich wieder im Einsatz und bis dahin in der beruflichen Elternzeit, jedoch nicht in der politischen. Ach so, also das heißt, in der Politik sind Sie jederzeit ansprechbar? Ja, da bin ich jederzeit ansprechbar. Politik, Kommunalpolitik ist ja ehrenamtlich und findet deshalb auch in der Regel erst ab 18 Uhr dann statt. Und das ist dann für mich dann noch ganz gut leistbar, eben trotz kleiner Tochter zu sagen, da engagiere ich mich auch weiterhin in der Elternzeit. Ja, dann viel Erfolg auch weiterhin in der Elternzeit. Grüßen Sie Ihre Tochter von uns. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche auf TV Schwerin. Bis dahin.